Hallo und herzlich willkommen zu dieser dritten Making-of-Mikro-Episode von GNU Funst. Ich bin Erik und heute zeige ich euch so ein bisschen, was passiert, wenn ich mit dem Videoschnitt fertig bin, wie das Video encoded wird und das Audio encoded wird. Und danach gucken wir uns noch ein paar von den Bumpern an. So, erstmal, nachdem ich mit dem Videoschnitt fertig bin, habe ich halt so einen Ordner mit fast 53.700 einzelnen JPEG-Bildern drin. Den mache ich jetzt lieber nicht auf, sonst hängt sich wahrscheinlich hier mein Nautilus auf. Die müssen jetzt ja irgendwie zu einem Video zusammengefügt werden. Wir encoden all unsere Videos, jedenfalls für den Upload für YouTube, mit im H264-Format. Das machen wir mit dem X264-Encoder. Und das Ganze sieht dann so aus. Das Ganze wird mit einem Constant Rate Factor von 20 encoded, also eine ziemlich hohe Qualität, bei 24 Bildern pro Sekunde. Und als Input gebe ich einfach diesen Outframes-Ordner an und hier hinter so ein Format-String, der für die ganzen Einzelframes steht. Wenn man das jetzt mal startet, dann sieht man, der legt los. Das Encoding selbst dauert eine ganze Weile, meistens so eine Stunde oder eine Viertelstunde ungefähr, je nachdem, wie lang und aufwendig die Episode ist. Ich breche das jetzt mal hier ab, das muss hier nicht laufen. Danach haben wir halt so eine MKV-Datei, wo erstmal nur das Video drin steckt, komplett ohne Audio. Das Audio muss jetzt noch extra exportiert werden aus Blender. Dazu mache ich nochmal kurz die Szene auf. Und dann finden wir hier unter, ein bisschen kleiner machen, dass die hier in das Aufnahmefenster reinpasst. So, jetzt finden wir hier, wenn man auf die Szenenoption geht, diese Audio-Mixdown-Sektion. Da stellt man jetzt seine Samplerate ein, die man möchte, in meinem Fall hier 48 kHz und klickt dann einfach hier auf den Mixdown-Button. Wählt man jetzt einen Ordner hin und einen Dateinamen, wo das Audio von der Episode hin soll. Als Container wähle ich eigentlich immer Wave und als Format 32-Bit-Float, da das das ganze Format ist, was auch während der Produktion benutzt wird. Und dann klickt man einfach auf Mixdown und nach einem Moment kriegt man dann hier so eine Wave-Datei draus. Mache ich jetzt mal auf zum Beispiel hier im Player. Diese Sendung wird, könnt ihr mal dem Rad. Das ist halt einfach das Audio von der Sendung. Normalerweise mache ich jetzt noch meine Audacity auf und gucke einfach mal, wie die so aussieht. Die habe ich jetzt schon nachbearbeitet. Aber normalerweise gucke ich halt nochmal, dass das Audio von den Bumpern und vom Intro halt nicht sehr viel lauter ist als das Audio von jetzt von den normalen Unterhaltungen. Ein bisschen lauter ist okay, dass die Leute nicht einschlafen zwischendurch. Aber dass die Dynamik nicht allzu hoch ist, weil sonst hört sich das einfach nicht schön an, wenn man sich das anhört. Normalerweise gehe ich dann nochmal mit einem Kompressor oder sowas drüber über die gesamte Datei und normalisiere das nochmal, damit alles eine einheitliche Lautstärke hat, auch die Episoden halt untereinander. Das Ganze exportiere ich dann wieder als Wave-Datei, die ich jetzt im nächsten Schritt nach OGG encode. Mache ich normalerweise mit einer Qualität von 8, also auch recht hochqualitativ, denn je besser das ist, was man auf YouTube hochlädt, desto besser ist natürlich auch die Qualität, nachdem YouTube das normal encoded hat. Da kommt jetzt eine Ogg-Datei raus und die muss dann halt noch mit dieser MKV-Datei zusammengemischt werden. Das mache ich mit MKV-Merge. Da gibt man einfach die beiden Dateien an und ein Output-File. Und das war es im Grunde genommen. Dann läuft er da drüber, merge die beiden Sachen zusammen und dann bekommt man halt die fertige Episode mit Sound raus. Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU-Software. Genau. Das Ganze schicke ich dann meistens zu Paul. Wer kümmert sich noch um das Encoding von den verschiedenen Formaten auf der Webseite? Also die WebM-Version und die niederqualitativere MP4-Version. Diese Version hier wird dann direkt auf YouTube hochgeladen. Das ist auch das, womit YouTube gut klarkommt, also OGG-Audio und H264-Video. Das schließt im Grunde genommen die Produktion der Episode ab. Der ganze Videoschnitt und das Encoding, naja, da brauche ich meistens so einen Tag für. Videoschnitt dauert auch nochmal einen Tag meistens, also
Das ist ungefähr so die Länge, mit der man da rechnen muss, falls ihr sowas selber mal produzieren wird. Da ist natürlich sowas wie Pre-Production noch nicht dabei, also Suchen von Themen und Recherche von Nachrichten und sowas. Also wenn ihr selber so einen Podcast machen wollt, stellt euch darauf ein, das dauert eine ganze Weile. Was wir uns jetzt noch angucken, sind die ganzen kleinen lustigen Bumper und die Intros und all sowas. Und da gucken wir uns jetzt zum Beispiel einfach mal einen an, der jetzt noch nicht in der Sendung drin war, der, an dem ich nämlich gerade noch arbeite, wo ich bisher leider nicht so viel Zeit für hatte und da fehlt zum Beispiel jetzt noch das Audio. Und zwar ein neuer Bumper für das Android App Review Segment. So sieht der hier aus. Ich kann ihn auch mal kurz abspielen. Da kann man sich jetzt vielleicht noch nicht so viel drunter vorstellen. Aber all diese Bumper folgen im Grunde genommen dem gleichen Format. Wir haben eine recht simple Blender-Szene hier im Aufbau. Wir haben so ein Hintergrundobjekt, was immer wieder benutzt wird. Das ist dieser drehende Kreis oder Stern. Meistens gemischt halt mit Text und irgendeinem Objekt. Der Text ist auch eigentlich immer der gleiche, ist auf die gleiche Art gemacht. Das ist halt in dem Fall, ich habe hier noch das Originalobjekt irgendwo rumliegen. Der Font ist ein Titelium Web Bold. Das ist ein freier Font von den Google Web Fonts. Und der wird halt nochmal mit so einer Outline versehen und so einem kleinen leuchtenden Rahmen ringsherum. In dem Fall sind jetzt die einzelnen Buchstaben animiert, was im Blender übrigens sehr gut durch Actions geht. Das heißt, man muss die gar nicht alle einzeln animieren. Man kann einmal diese Animations-Action machen und dann einfach auf alle Objekte duplizieren. Also nebenbei. In dieser Szene haben wir jetzt hier ein Handy, ein Android-Gerät. Der Bildschirm, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist eine extra Szene. Das sind hier so kleine App-Icons, die von dem GnuFunst-Logo, was auf dem Handy selbst aufgeht, umgedreht werden. Da ist auch eine Textur drauf, die sieht man jetzt hier gerade nicht, sieht man aber in der fertigen Version gleich. Und wenn man das halt jetzt mal aus der Kamerasicht betrachtet, dann sieht man halt, Text auch auf, Kamera fliegt da rein. All diese Bumper folgen halt demselben Grundprinzip. Also wir haben meistens transparente Hintergründe, um das Ganze übers Video rüberlegen zu können. Und danach fadet das Ganze halt aus und das Video spielt im Grunde genommen weiter. Das Ganze ist einfach darum, die Schnitte zu verbergen. Ich denke, hier hat ein bisschen Compositing drauf. Das ist gar nicht viel. Auch jeder dieser Bumper benutzt genau das gleiche Compositing, um einen einheitlichen Look halt zu haben. Da kommt vor allem ein bisschen Glow drauf, ein bisschen Fog Glow, um die weißen Sachen noch ein bisschen strahlender zu machen. Ich ziehe die Farben ein kleines bisschen runter für ein bisschen mehr Kontrast und damit es nicht zu hell wird durch den Glow hier, weil das natürlich oben drauf addiert wird. Ich kann das Ding mal abspielen, wie es fertig aussieht. Ja. Hier. Sieht man das mal? Das ist der fertige Bumper. Da fehlt jetzt noch Sound. Der wird irgendwann demnächst kommen. In der nächsten Episode ist der jetzt wahrscheinlich schon drin. Das ist im Grunde genommen die Sache, dem all diese Bumper folgen. Hier ist zum Beispiel auch der von den Gnus. Mache ich den mal noch kurz auf. Das Audio für all diese Bumper wird in Ardour gemacht und sonst sind halt immer verschiedene Sachen. Also zum Beispiel für die Gnus habe ich so eine kurze Melodie aufgenommen, so eine typische Nachrichtenmelodie halt. Wurde mit ein paar freien Soundbänken und ein paar Software-Synthesizern in Hardware aufgenommen. Ein recht simples Teil. Und der Sound wird dann hier auch in dem Video-Editor einfach drüber gepackt und das Timing dazu angepasst. Es ist immer recht leicht oder sehr viel leichter, eine Sache zu Sound zu animieren, weil man dann schon eine Vorgabe vom Timing her hat. Das Outro ist das Einzige, was ein bisschen anders ist. Also die Credits, die haben selber überhaupt keine 3D-Szene oder sowas. Das ist komplett in dem Video-Sequence-Editor gemacht. Das sind einfach ein paar PNGs, die sind in Inkscape gemacht mit dem Text drin, was über den sich drehenden Hintergrund gepackt wird und mit der Musik versehen wird. Diese Slides kann man aufmachen. Das sind einfach transparente PNGs.
die ich in Inkscape gemacht habe. Ja, das war's eigentlich. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Wenn ihr Fragen habt, fragt einfach, schickt Fragen per E-Mail an die normale GNU-Funst-Adresse, da werde ich auch antworten. Postet unter diesen Videos Kommentare. Und wenn euch solche Sachen interessieren, es gibt die Idee, vielleicht auch ab und zu Tutorials, Bereich freie Software und Medien zu machen, als Mikro-Episoden. Und wenn ihr daran Interesse habt, würde ich das sehr gerne tun. Und ja, dann sieht man sich wahrscheinlich mal wieder in irgendeiner anderen Mikro-Episode. Bis dahin, man sieht sich.